Report Mainz fragt Frederick Chiari. Er ist Handelsexperte der kenianischen Menschenrechtskommission und war bei den Beratungen zum Freihandelsabkommen in Kenia dabei. Herr Chiari, was bedeutet das Abkommen für Ostafrika? Ich denke, dass der Deal zum Nachteil von Ostafrika abgeschlossen wurde. Denn wir sind eine kleine Wirtschaft. Wir sind nicht international wettbewerbsfähig. Der Grad der Liberalisierung, 82,6%, ist ziemlich hoch für eine Wirtschaft wie unsere, die sich gerade erst entwickelt. It's quite high for economies that are still struggling to develop. And some of the interests. Und viele unserer Interessen, die wir durchsetzen wollten, wurden im Abkommen nicht berücksichtigt. Also ich denke, das Abkommen ist nicht so gut, wie es uns von Seiten der EU verkauft wird. Wie bewerten Sie die Verhandlungsführung seitens der EU? Das ist ein Armdrücken, eine Erpressung. Es ist ein Ausnutzen der mächtigen politischen Instrumente, welche die EU vorzuweisen hat. Wir als ostafrikanische Gemeinschaft haben nur schwache Strukturen, um unsere Interessen zu verteidigen. Das Parlament wurde nicht einbezogen. Unsere Staatsoberhäupter waren bei den Verhandlungen auch nicht wirklich sichtbar. Warum ist das Abkommen für die EU so attraktiv? Nun, der afrikanische Kontinent ist ziemlich attraktiv, wenn Sie mich fragen. Aber ich muss sagen, leider sind wir für andere aus den falschen Gründen attraktiv. Wir stellen Rohstoffe zur Verfügung und halbverarbeitete Produkte für wachsende Industrien überall auf der Welt. Das ist das Schlimmste. Denn das Abkommen konzentriert sich nicht auf Dinge wie lokale Wertschöpfung, auf steigende Wettbewerbsfähigkeit in Afrika, auf steigende Produktivität. Increasing the productivity. Was hat der Wegfall der Zölle noch für Konsequenzen? For the loss of income to government, that of course has negative implications. Natürlich wird der Wegfall von Zolleinnahmen hier negative Folgen haben für alle wirtschaftlichen Säulen des Landes. Die Regierung muss alternative Wege finden, um Einkommen zu generieren. Denn der Verlust von Zolleinnahmen bis zu 143 Millionen US-Dollar durch das Freihandelsabkommen wird dazu führen, dass die Regierung verschiedene Dinge nicht mehr angehen kann. Sie wird im schlimmsten Fall nicht mehr in der Lage sein, die elementaren Sozialausgaben zu leisten, zum Beispiel Gesundheit oder im Bildungsbereich, der auch stark von der Regierung getragen wird. Auch andere Infrastrukturprojekte können betroffen sein. Wenn die Zolleinnahmen nicht mehr ankommen, können einige dieser Dinge zurückgehen.